Da bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Das Chroma. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei es drum. Eins ist sicher. Das Chroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allem. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Wieso ich? Warum gerade ich? Reiner Zufall. Der Vollstrecker wird stets zufällig gewählt. Es sollte dir eine große Ehre sein, Quechnitlan dienen zu dürfen. Genug. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber im Jenseits. Kibintinakwintaone. Agatha, wie kann... Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und sie sind ihnen erneut auf der Spur. Wie Sie sich erahnen, sind wir verärgert. Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Weit schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn! Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Jemand hilft ihm. Was sagen Sie? Während Sie beide in der Welle waren? Ja, Gebieter. Jemand machte all meine Angriffe auf Kane zunichte und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein. Es muss etwas anderes sein. Sein Chroma war... anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unser ist der letzte. Wir haben Rivalen. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen. Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Verheerend. Kane arbeitet für Sie. Es sei denn, Sie benutzen ihn nur. Kane ist der Schlüssel. Er sieht durch unsere Augen.
Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Das habe ich bereits bedacht. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können nun gehen. Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Geht ran, Markus, geht ran. Willkommen, mein Sohn. Was kann ich für Sie tun? Kann ich irgendwas für Sie tun? Wo versteckt er sich? Markus! Nein! Und so endet meine Geschichte. Es hieß, ich sei total ausgerastet und deswegen nicht zurechnungsfähig gewesen. Sie steckten mich in eine Anstalt, in der ich den Rest meiner Tage versauern kann. Ich werde nie erfahren, was in jenem Restaurant geschehen ist, denn für meine Mitmenschen bin ich nur ein lebensgefährlicher Wahnsinniger. Okay, meine Lieben, ich sag jetzt mal, herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Ich kam die ganze Zeit gar nicht dazu, irgendwie was zu sagen, weil es sofort weiterging und ich wollte absolut nicht dazwischen sprechen. Deswegen kam die Begrüßung jetzt halt ein bisschen zu spät. Wir sind auch gleich direkt abgenippelt. Okay, weiter geht's. Diesmal machen wir es aber richtig. Wir rufen da jetzt an. Und dann nehmen wir das Telefon. Geht ran, Markus. Geht ran. Da müssen wir, glaube ich, fliehen. Wir haben uns die Haare blondiert. Das ist mir sofort aufgefallen. Willkommen, mein Sohn. Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Wo ist denn das scheiß Telefon? St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los! Ja, los, los, los. Wen steuern wir? Okay, die kann ich nicht. Ich habe abgeschlossen. Was soll ich denn jetzt tun? Achso. Lass mal wieder ans Telefon gehen. Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Okay. Wen spielen wir jetzt? Lukas? 369. Nein. Hier ist's. Nein. Oh. Keine Bewegung.
Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Mist! Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. 306. Tyler, es ist die falsche Tür. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Oh, das war die 366. Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Gott sei Dank. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Wow. Wir sind Spider-Man. Oder Batman. Ich bin Batman. Lukas, du musst kommen. Sofort. Sie sagen, sie bringen mich sonst um. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte, beeil dich. Sie... Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Ich gehe meinem Tod entgegen. Alles, was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe, in dem ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hierauf hinauslaufen. Ich hatte keine Kraft mehr, noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Es war ihr vergebens. Es gab nur noch eins zu tun. Versuchen, Tiffanys Leben zu retten. Danach würde ich nicht länger gegen mein Schicksal ankämpfen. Lukas! Lukas, hilf mir! Tiffany, sie ist oben auf der Achterbahn. Ich muss sofort da hoch. Wo ist denn die Achterbahn? Ah, Moment, das ist ein... Der musste jetzt sein, der Bonus. Ich versuche es. Ich weiß ja gar nicht, wohin. Ich glaube, ich muss da hoch. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, wenn ich ehrlich bin. Ach so. Moa. Lukas! Lukas, hilf mir! Ich bin dabei, Fräulein. Oh, wie ist er denn da hingekommen? Lauf weg, Lukas! Lauf! Das ist eine Falle! Oh, nee. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir da... Natürlich gehen wir. Ach nee, ich hasse sowas. Oh. Drücke die L-Taste und die R-Taste um den Cursor in die Mitte und... Oh Gott. Tot. Das und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete die Todesursache Selbstmord. Oh. Ich werde nie herausfinden, was mir an jedem kalten Januarabend im Restaurant wirklich widerfahren ist. Und ich werde auch nie erfahren, was mich getötet hat. Achso, was mich getötet hat. Oh. Hedewitzka. Hm.
Ich hasse sowas. Okay, Concentration. Oh, lauf schneller, Junge. Boah, lecko mio, ey. Jetzt bin ich nicht mehr so gestresst, jetzt bin ich nur noch angespannt. Gute Fahrt ins Jenseits. Er ist tot, Gebieter. Gut. Sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Fertig, das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt, es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Hä? Ja, wir träumen definitiv. Ich glaube, wir sollen unseren Bruder wecken. Wach auf, Markus, los geht's. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Und wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Wir leben wir auf einer Militärbasis? Oh nein. Okay, wir dürfen nicht durch das Licht gehen. Das ist mir jetzt schlimm. Schieße. Scheiße. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Ich hab das... Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Wenn der uns erneut erwischt, stecken wir Prügel ein. Mach du, was du willst, Markus. Ich versuch's nochmal. Ja. Ach, Herr Jemine, das ist immer so schwer. Ich kann das kaum einsehen, richtig. Uiuiui. Oh.
Scheiße. Okay. Ah, ich muss die Kamera mal ein bisschen anders her. Keine Bewegung. Nein. Schieße. Nicht schießen, Sir. Wo war er denn? Kinder. Wir sind die Canes. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Wo war der Typ denn jetzt? Keine Bewegung oder ich schieße! Okay, warte mal. Nein, das ist zu spät. So, das war schon mal sehr gut, dass ich hier hin bin. Keine Bewegung, ich schieße! Die sehen uns da. Okay, jetzt. Oh, ich gehe jetzt mal hier die Treppe hoch. Keine Bewegung oder ich schieße. Ah, Mann, leck mich da. Keine Bewegung oder ich schieße. Da sieht er uns immer an der Treppe. Ich weiß nicht, wie ich da dran vorbei soll. Jetzt mal ohne Scheiß. Keine Bewegung, oder schieße. Da steht ja auch einer. Ach, vielleicht mal einfach mal andersrum gehen. Oh Mann. So. Hier kann ich nicht lang. Okay, super. Das hat gut geklappt. Jetzt müssen wir erstmal wieder abschätzen, was da so los ist. Da steht ein Wagen. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Typ. Da hinten steht einer. Es wäre gut, wenn ich da so rüberkäme. Ich weiß natürlich nicht, ob man mich sieht. So, da steht noch einer. Und hier steht aber definitiv auch einer. Und an dem komme ich definitiv nicht vorbei. Es sei denn... Nee.
Also ich könnte es auf diesem Weg versuchen, ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. Ein Soldat, schnell, verstecken! Aha, oh oh. Hinter das Auto ist eine gute Idee. Achso, okay. Der geht jetzt hier Patrouille. Jetzt können wir hier schnell lang. Perfekt. So, jetzt stehen wir hier. Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Also ich. Ach, der andere steht da noch? Okay. Sieht doch nicht so aus, als wenn der sich rühren würde. Ah, no. Was zum Teufel habt ihr hier um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Leco mio, ey. Schleich du mal hinten rum. Kommt er jetzt wieder lang? Das ist knapp. Warte besser erst auf Markus. Was ist denn wie? Was? Der ist noch da? Oh Junge, ey. Jetzt muss ich da auch noch alle beide steuern. So, ich bin da. Okay, das war knapp. So, jetzt gehe ich erstmal hier lang. Wir haben da einen. Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Unmöglich. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Sind wir so etwa an unsere Waffen gekommen? Wie möchtet denn? Einmal andersrum, ne? Bist du dran, Lukas? Oh Gott, ich hasse es. Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf... Nein! Keine Bewegung oder ich schieße! Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Ach ja, das ist das jetzt. Okay, jetzt fangen wir da wieder an.
Ich musste das Spiel gerade neu starten. Okay, Concentration. Jetzt bist du dran, Lukas. Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer, aber als ich sie... Nein! Ach Mann, wieso funktioniert das nicht? Oh. Keine Bewegung oder ich schieße! Was zum Teufel habt ihr hier um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Okay, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.